So Leute, eine kurze Vorabinfo, es gab ja gestern kein Video am Sonntag, das habe ich einfach zeitlich nicht geschafft, dieses Minecraft-Video noch rauszubringen, aber das wird diese Woche auch noch nachgeholt, das heißt, ich weiß noch nicht, bis wann ich es schaffe, irgendwann mal zwei Videos an einem Tag hochzuladen, aber es wird auf jeden Fall diese Woche an einem Tag dann zwei Videos geben, wo das Minecraft-Video vom Sonntag, was dafür geplant war, dann rauskommen. Das ist definitiv schon mal versprochen, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Herzlich willkommen zurück zu Shellshock Live und ich fahre mal hier direkt zu Beginn mal nach ganz vorne, damit er mich nicht so gut treffen kann. Und mal sehen, was er dann erwidert. Ist auf jeden Fall schon mal Bounder. Mache ich gleich. Ach du meine Fresse, hat man diesen Schriftzug hässlich gemacht. Der war vorher schöner. Egal. Ich habe mir jetzt außerdem auch nicht angeguckt, was beim Update großartig neu ist. Abgesehen davon, dass hier jetzt halt alles deutsch ist, bis auf die Waffen. Die habe ich auf Englisch gelassen. Weil ich habe mir die Übersetzung erst gar nicht angetan. Aber ich vermute, sie sind schon echt verdammt schlimm. Was macht er jetzt? Noch ein Blitz. Ach nee, doch kein Blitz, ein Feuerwerk. Und zwar ist das ganz schön reinhaut. Ja, das fliegt zu weit, glaube ich. Oder, ja, minimal zu weit. Mist. Dann habe ich auch so, noch so ein Double Damage in der Nähe von mir, obwohl er das, glaube ich, nicht so einfach bekommt. Oder mit einem Portal könnte das natürlich trotzdem bekommen. Und dann trifft er auch noch perfekt. Was zur Hölle? Jetzt muss ich aber auch mal Schaden machen. Was? Ach so, stimmt, das eben war ja ein Hoverball. Da habe ich jetzt gerade einfach nicht drauf geachtet. Oh Gott, ist das scheiße. Ich werde sowas von verkacken. Ja, ich bin dann schon mal tot. Au. Okay, tot bin ich dann doch noch nicht. Noch nicht ganz. Aber es fehlt nicht mehr viel. Und ehrlich gesagt, so kann ich ihm auch nicht wirklich Schaden machen. Wahrscheinlich bounce das sogar ab. Ja, natürlich. Natürlich. Mit meinen zwei Leben mache ich das natürlich noch. Obwohl nein, selbst mit Travelers könnte ich das nicht mehr regeln. Wahrscheinlich trifft er mich nämlich jetzt perfekt. Weil so schwer ist das ehrlich gesagt jetzt nicht. Er hat überhaupt nichts, was ihm im Weg steht. Ja, genau, als ob er noch genau mit dem letzten trifft. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja gut,
definitiv direkt in die nächste Runde. So, da bin ich auch schon in einem kleinen Rematch und diesmal stelle ich mich hoffentlich auf jeden Fall nicht ganz so dumm dran, obwohl ich stelle mich mal hier hin, dann habe ich vielleicht die Deckung. Oder er stellt sich dahin und dann habe ich halt keine Deckung mehr. Was? Was? Seit wann gibt es denn solche Waffen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, und wo kam der Stein jetzt gerade her? Nein, zu hoch. Viel zu hoch. Ich hab halt schon länger keinen Shellshock mehr gespielt. Ist dann halt blöd. Vor allem, wenn ich gegen jemanden spiele, der anscheinend täglich Shellshock spielt. Na, bleib doch liegen. Also wenigstens etwas. So. Oh Gott sei Dank, wenn Napalm getroffen hätte. Ich hätte mich so aufgeregt wieder. Was? Was? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum fliegt der denn drüber? Nein, au, 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 au. Okay, der ging etwas zu niedrig. Dann will ich mal hoffen, dass es gleich besser wird mit einem Quicksand. Vielleicht befördere ich ihn da ja so weit nach unten, dass er mich nicht mehr so gut trifft, aber ja, so wie der momentan spielt, wird er mich auch treffen, wenn er 5 Kilometer unter der Erde wäre. Ich, Volltrottel, hab das übersehen. Daran hätte ich denken müssen. Aber wenigstens habe ich halbwegs etwas, was mich geschützt hat, dass ich nicht alles abbekomme. So, ein bisschen Schaden kann ich ihm dann aber doch noch mitgeben, bevor er mich bekommt. Obwohl ich mir gewünscht hätte, mehr Schaden zu machen als nur 50. Naja, vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht. Überlebe ich die Runde nicht? Okay, tot. Jetzt ist nichts mehr. Ja, ja, ich habe ja schon verstanden, dass ich tot bin. Gut, okay. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch ein Rematch. Wenn ich mich diesmal ein bisschen weniger dumm anstelle, noch könnte ich vielleicht gewinnen. Wahrscheinlich ist es aber eher doch nicht. So, und da sind wir auch jetzt schon in der dritten Runde gegen diesen Gegner. Und wie gesagt, in der ersten Runde habe ich mich dumm dran gestellt, sehr, sehr dumm. In der zweiten habe ich mich dann nur noch dumm angestellt. Vielleicht stelle ich mich hier dann halbwegs okay an. Dann mache ich auch etwas Schaden. Das Problem ist, ich vermute, dieses Teil wird direkt ins Portal fliegen. Oh, Gott sei Dank, es fliegt nicht direkt ins Portal.
Ja, das war vielleicht dumm. So kann er ja direkt reinzielen. Machen wir mal etwas Harmloses. Okay, er fährt genau einen Millimeter noch vor. Oder konnte er gar nicht weiter vorfahren? Das wäre natürlich auch schön. Ich glaube, er konnte nicht weiter nach oben. Das ist toll. Das ist wiederum nicht toll. Das ist gar nicht gut. Nein. Au, 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 au. Das war jetzt, wie gesagt, nicht so toll. Ja, Mist. Das ist immer blöd hier am Berg. Okay, als nächstes, nee, ein Feuerwerk würde da nur reingehen wieder. Und jetzt kommt er hoch, toll. Bitte schwarzes das Loch seine nächsten Runde weg, dann kann ich ein Feuerwerk auf ihn machen. Obwohl, ich glaube nicht, dass ich hier hoch kann. Und dann crittet der mit so einer Waffe. Als ob. So. Bitte Feuerwerk, bitte triff. Ist zwar nur ein normales Feuerwerk, aber 128 Schaden, das ist schon eher das, was ich wollte. Ich habe mir zwar auch selbst Schaden gemacht und das leider mehr, als ich gehofft bzw. erwartet habe, aber ich lebe noch. Und überlebe diese Runde hoffentlich jetzt auch noch. Natürlich, natürlich! Warum muss der denn immer Sachen haben, mit denen er safe trifft? Das kann doch nicht sein! Ich mach noch eine Runde gegen ihn. Irgendwann muss ich doch mal nicht so dumm sein und er auch kein so riesiges Glück haben. Die ersten zwei Runden habe ich mich dumm drangestellt, in der letzten Runde habe ich dann einfach nur Pech gehabt und ein Riesenglück. Wenn das anders gewesen wäre, hätte ich die letzte Runde gewonnen. Oder wäre definitiv noch deutlich näher dran gewesen. So. Was macht er jetzt? Ah, das gute alte Sawblade. Ah ne, der ist ein bisschen zu kurz, oder? Nee, passt, passt. Gut. Wow, 48 Schaden mit dem Regen. Das ist schon nicht schlecht. Natürlich hat er jetzt auch ein Double Damage. War zu erwarten irgendwie. Aber da gibt es deutlich Schlimmeres als ein Double Damage für einen Gegner. Was hat er denn jetzt geschossen? Was? Holy shit! Was war denn das? Sekunde, wenn ich hier drauf treffe. Hoffentlich trifft er hier, sodass er wirklich nach unten befördert wird. Nicht nur die Umgebung um ihn herum. Warum? 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 Was kann...
Als ob ich ihn jetzt nicht mehr treffe. Ist das denn scheiß Ernst, Spiel? Ist das denn scheiß Ernst? Der hat jetzt halt wirklich 20 Leben mehr als ich. Und ich habe nur noch eine starke Waffe, auf jeden Fall auf die Distanz. Und dann haut er den Schatten raus. Der nicht trifft. Bitte, der muss jetzt einfach treffen, dieser Pfeil. Oh Gott sei Dank. Von dem hängt es nämlich eigentlich ab, ob ich die Runde gewinnen kann, beziehungsweise überlebe, oder ob ich die Runde sofort verloren habe. Und der Pfeil hat sich anscheinend Gott sei Dank gedacht, ja, lass ihn mal gewinnen. Okay, er will mehr Safe Damage machen. Ach nee. Er will sein scheiß Glück ausnutzen. Seht ihr, genau das habe ich gemeint. Ich habe erst gedacht, es wäre eine Schockshell wieder gewesen, aber dann haut der so einen Teil raus, wofür man richtig viel Glück braucht. Und dann hat der dieses Glück auch noch. Das ist doch nicht möglich. Wie kann das sein? In Kleeblatt genau dann, wenn ich weniger als 100 HP bzw. 100 HP habe. Dass er genau in diesem Moment dieses Glück hat. Wieso? Leute, wieso? So, da fahre ich mal jetzt relativ nah ran. Wie ihr seht, jetzt in einem 2 vs 2. Ich hatte keinen Bock mehr auf dieses 1 vs 1. Und er anscheinend auch nicht mehr. So. Mal sehen, ob es jetzt hier besser läuft. Ein bisschen eingespielt habe ich mich ja jetzt mit den 1 vs 1s. Au. Das hat natürlich jetzt kommen müssen, dass der jetzt volle Kanne auf mich schießt, beziehungsweise dass beide auf mich schießen. Und die haben auch beide Rüstung, aber hoffentlich nicht auf Crit geskillt. So hochgelölt sind die eigentlich nicht, nee. Die können nur auf Rüstung geskillt haben. Crit haben die doch nicht. Gut. Nicht. Thriller. Okay, was könnte ich... Wie viel Leben hat er noch? 42. Ja, da sollte das Mini-V reichen. Normalerweise würde ich einen Horizon machen, aber der macht ja leider nur 40 Schaden. Oh. Warum ist er denn so traurig? Okay, jetzt ist es mir egal, dass er traurig ist. Wenn ich abgeschossen werde, dann kann er ruhig traurig sein, habe ich kein Problem mit. So, dann, nee, Subsniper nicht direkt. Erstmal Furious Birds. Wir haben's verstanden, Bro.
Just luck. Nein! Na, wenigstens etwas getroffen. Ich hätte doch so schießen sollen wie eben. Alles Glück natürlich. Fuck off. Okay. Haben die Beziehungsstreit oder was ist da? Ja, okay. Ich will nicht die persönlichen Daten der Person haben. Bitte mach nicht genügend Schaden. Doch, natürlich. Fuck. Ich hätte so gerne mit der Sub-Sniper ihn abgeschossen. Haut Anton, du machst das. Leute, also das ist jetzt, was er jetzt geschrieben hat, vorher ja alles okay, aber das jetzt, warum? Warum fangen die dann immer mit so einem Scheiß an? Ernsthaft? Der wird später schön gemeldet. Sowas brauche ich nicht in meinem Video. Und sowas braucht die Gaming-Welt insgesamt nicht. Wer sowas nämlich schreibt, ist definitiv auch nicht wahrscheinlich älter als dieser 9-Jährige. Wahrscheinlich ist er sogar noch der Jüngere. Wahrscheinlich eher so 7 oder 8 oder so. Wäre nicht das erste Mal, dass mir solche Leute irgendwo in einem Spiel begegnen, die einfach nur Scheiße spammen. Ist mir sogar hier in meinem Shellshock Let's Play schon öfters untergekommen, auch öfters in Runden, die ich nicht aufgenommen habe. Also die haben da echt noch ein größeres Problem mit solchen Leuten. Das spielen halt auch einige Leute, die halt noch nicht so alt sind und ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen. Ich hätte sowas früher wirklich nie geschrieben. Ich habe keinen Plan, wie die darauf kommen, so eine Scheiße zu schreiben. Vor allem in Spielen, in denen es so einfach ist, jemanden zu melden. Keine Ahnung, ob die Leute vom Shellshock, ob die wirklich dann auch diesen Meldungen hinterhergehen und die Leute dann wirklich auch Chat bannen oder keine Ahnung, was sie machen. Aber falls sie es machen, Props an euch dafür. Wenn es so leicht ist, Leute zu melden, bekommt ihr bestimmt viele Meldungen rein. Täglich. Hopp, Anton. Nice, Anton. Gut gemacht.
Ich habe 100 Runden gewonnen, habe Schockshell freigeschaltet. Nice. Und ich habe wahrscheinlich auch ein Level Up. Und was habe ich jetzt bekommen? Panzeraufwertung, ja klar. Shadow. Nice. Das ist nämlich richtig stark. Die Map X-Ray. Und habe noch Erfahrungen. Relativ viel sogar. Und hier ein Panzer-Upgrade. Endlich. Jetzt kann ich alles, jetzt habe ich alles beim Fahren hier ausgeschöpft. Und jetzt kommt als nächstes das Chassis. Und danach wird natürlich das kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich in meinen Videos, also bis ich das Let's Play irgendwann halt beende oder keine Ahnung, das Spiel ist ja jetzt noch nicht draußen. Eigentlich ich in einer offiziellen fertigen Phase ist ja jetzt noch in der Beta, weil es ist noch 0.9, es ist noch nicht eine 1.0 oder so weiter. Bis das Spiel irgendwann mal draußen ist oder so, werde ich jetzt irgendwann demnächst aufhören und dann halt irgendwann nochmal weitermachen, wenn es wirklich wieder viele neue Dinge gibt. Ich habe hier natürlich noch lange nicht alles freigeschaltet, aber wenn ich Ewigkeiten lang dieses Spiel hier bringe, wird es ja auch irgendwann langweilig. Dann mache ich lieber mal zwischendrin eine Pause, spiele noch ein paar andere coole Spiele und spiele danach nochmal das hier. Aber ich glaube beim besten Willen nicht, dass ich in dieser Season, nenne ich es jetzt mal, noch fertig werde mit dem Chassis-Upgrade. Also ich glaube, da komme ich nur bis hierhin oder so irgendwo hin höchstens. Weil es ja auch immer schwieriger wird, ein Level abzubekommen. Aber habe jetzt schon genügend gelabert, habe wie gesagt noch 10 Zahnräder bekommen. Da bin ich auch bald wieder bei, Sekunde. Habe ich jetzt wieder den ganz normalen Panzer hier? Nee, hier bei Teile. Oh! Ich hätte schon gerne genau das, was ich auch freigeschaltet habe. Keine Ahnung, das wurde wahrscheinlich zurückgesetzt, weil ich ja jetzt die deutsche Version drin habe. Und oh, da gibt es ja schon auch Level-Ups, habe ich gar nicht dran gedacht. Und hier Shop jetzt mal Waffen. Bin ich auch schon bald wieder relativ weit, sodass ich mir was kaufen kann. Als nächstes kommt Rick Twitch, das hole ich mir danach auf jeden Fall. Das wird echt stark, aber jetzt lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch dieser Part gefallen hat und bis zum nächsten Video.